Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit Eindrücken vom Bierkulinarium in Götzis. Wir begrüßen im Studio Michael Tagwerker, Geschäftsführer der Sparte Handel der Wirtschaftskammer. Und natürlich gibt es auch heute die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Neun Biere und neun Speisen war das Thema beim ersten Bierkulinarium im Restaurant Mahlzeit in Götzis, welches gestern Abend stattfand. Und wir haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Am Mittwochabend hieß es neun Biere, neun Speisen im Restaurant Mahlzeit in Götzis am Garnmarkt. Christian Zickler und sein Team luden gemeinsam mit der Brauerei Vornburg zu einem Abend der etwas anderen Art. In gemütlicher Atmosphäre wurde den Gästen ein spezielles Menü aufgetischt, natürlich auch jeweils mit unterschiedlichen Biersorten zubereitet. Zum richtigen Bier bei den jeweiligen Gängen gab es vom Profi persönlich, dem Braumeister der Brauerei Vornburg, Andreas Rosa, Wissenswertes über die Braukunst und die einzelnen Biere. Die Grundbestandteile vom Bier sind Wasser, Malz und Hopfen. Ist eigentlich relativ simpel. Man muss es in einer entsprechenden Mischung zusammenbringen. Im Sudhaus, man muss es entsprechend vergären, man muss es entsprechend reifen, lange reifen, gemäß der Biersorte. Und dann, wenn es verkostet ist und Wohlgefallen gefunden hat, wird es entsprechend filtriert und für den Konsumenten in entsprechende Gebinde abgefüllt. Gerade hier in Vorarlberg ist es so, dass wir natürlich ein wunderbares Wasser haben, was wir als Vornburger auch in eigenen Quellen natürlich fassen, eigene Brunnen haben. Das ist der Grundbestandteil von einem guten Bier. Und dann kommt natürlich die Region dazu mit einem gewissen Charakter, mit einer gewissen Vorliebe. Und wir in Vorarlberg haben natürlich das große Glück, dass wir wirklich einen eigenständigen Biertyp noch pflegen. Es ist ein sehr ehrliches, ein sehr kerniges, ein sehr kräftiges Bier. Und ich glaube, unser Jubiläum, das ist so der Prototyp dafür, dass man wirklich sieht, aha, das hat Körper, das hat Gehalt, das hat eine schöne Farbe, das hat einen schönen Schaum. Authentisches Bier. Dass das Bierbrauen also eine Wissenschaft für sich ist, ist zwar bekannt, wird aber oft vergessen. Mit dem Bierkulinarium bekamen die Besucher einen interessanten und vor allem schmackhaften Einblick und durften einen genussvollen Abend im Mahlzeit verbringen. Den gesamten Bericht über das Bierkulinarium gibt es ab nächster Woche im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Newsblock. Und im Anschluss daran begrüßt mein Kollege Philipp Fasser Michael Tagwerker von der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Sägewerk in Vandans in Flammen. Der Eigentümer des Sägewerks hat am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr Rauch aus dem mittleren Teil des Sägewerks gemeldet. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Wo wir an der Einsatzstelle angefahren sind, haben wir festgestellt, dass der Bereich vom Sägewerk, vom Gatter im Vollbrand war. Die ersten Maßnahmen waren, die Hobelfabrik zu schützen und die angrenzenden Gebäude von der Holztrocknung und von der Teffelfabrik. Im Einsatz stehen 8 Feuerwehren vom Bereich Außermontafon inklusive der Drehleiter Montafon mit Brandbekämpfung. Die Wasserversorgung haben wir vom örtlichen Wassernetz genommen und zusätzlich 2 Zubringerleitungen vom Relsbach hier gelegt. Verletzte gibt es keine. Der Bereich, wo im Vollbrand ist, der ist komplett zerstört. Die Brandursache war bis zum Redaktionsschluss noch unbekannt. Die Ermittlungen sind am Laufen. Fall Kane, Mordurteil bestätigt. Der oberste Gerichtshof hat im Fall Kane das am Landesgericht Feldkirch gefällte Urteil wegen Mordes bestätigt. Die durch Verteidiger Edgar Veit eingebrachte Nichtigkeitsbeschwerde von Miloslav M., der den 3-jährigen Kane am 7. und 8. Jänner 2011 totgeprügelt haben soll, wurde abgewiesen. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Und Vorarlberger Airline Intersky eröffnet Basis in Karlsruhe. Die Vorarlberger Fluglinie Intersky wird nun doch eine Basis am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden aufbauen und die Linie Karlsruhe-Hamburg bedienen. Nachdem der Mitbewerber Old Express Germany Ende Jänner den Flugbetrieb einstelle, will Intersky ein zusätzliches Flugzeug leasen, in Karlsruhe stationieren und ab 9. April fliegen, teilte Intersky am Donnerstag in einer Aussendung mit. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem Studiogast, und zwar dem Geschäftsführer der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Michael Tagwerker, danke, dass Sie bei uns sind. Gerne. Der Handel ist natürlich auch ein großes Thema in Vorarlberg und in der Wirtschaft in Vorarlberg, und ich denke, man kann sagen, der Handel floriert auch in Vorarlberg, oder? Der Handel floriert in Vorarlberg. Wir haben stabile Umsätze,
Wir haben 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel. Also man sieht schon, welches Gewicht der Handel hat in der Wirtschaftsstruktur in Vorarlberg. Und wir waren auch mit dem letzten Jahr einigermaßen zufrieden. Es hat zwar ein ganz kleines Minus gegeben, aber die Umsätze sind stabil und der Handel floriert. Und wenn wir jetzt, sofern man das natürlich kann, ein bisschen in die Zukunft blicken, ich denke auch der Blick dorthin kann man schon etwas oder schon positiv betrachten, oder? Ja, natürlich. Wir schauen positiv in die Zukunft. Es geht natürlich auch rund in Europa, es gibt Turbulenzen, aber wir haben es auch in den Krisenjahren 2008, 2009 gesehen. Der Konsum ist stabil geblieben, das Vertrauen der Leute ist stabil geblieben und da schauen wir also sehr optimistisch in die Zukunft, dass es weiter so bleibt. Ein Thema, das natürlich auch im Handel sehr wichtig ist, ist natürlich auch die Jugend und die Lehrlinge. Auch dort, glaube ich, baut man natürlich auf die gute Ausbildung der sozusagen zukünftigen Mitarbeiter dann, oder? Ja, natürlich die Fachkräfte, das ist auch bei uns im Handel ein sehr großes Thema. Wir erleben jetzt geburtenschwache Jahrgänge, also der Kampf um die besten Köpfe wird immer dramatischer und da müssen sich alle Branchen anstrengen und auch wir werben natürlich um junge Menschen, die eine Ausbildung im Handel anstreben, im Idealfall eine Lehre. Und wenden da schon sehr viele Mittel und Mühen auf, um hier junge Menschen begeistern zu können. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch auf den heutigen Abend gerne noch schauen, jetzt bald geht es dann los. Neben dem Arbeiten ist von Seiten des Handels auch für die Lehrlinge auch ein bisschen Feiern geboten sozusagen, oder? Ja, wer was leistet, soll auch feiern können. Und wir haben heute Abend eine große Lehrlingsparty im A14 in Wolfurt. Und wo wir vor allem die Lehrlinge eingeladen haben, die ihre Lehre abgeschlossen haben. Die Ausgezeichneten werden in einer Feier davor geehrt. Und dann werden wir feiern und haben natürlich alle Lehrlinge eingeladen. Es kann kommen, wer will. Und es wird sicher ein toller Event heute Abend. Dann wünsche ich mir in dem Fall heute viel Spaß und eine schöne Feier und natürlich auch in Zukunft viel Erfolg im Handel, auch mit den Lehrlingen natürlich im Allgemeinen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Danke. Ja, und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten aus der Welt des Sports. Groß ist die Vorfreude auf das bevorstehende Derby in der Fußball-Erste Liga. Am Freitag trifft Tabellenführer Austria Lustenau auf Altach. Druck verspürt Austria-Coach Helgi Kollwitzen, deswegen aber keinen. Das ist eine Situation, die haben wir uns erarbeitet und aber haben wir uns nicht verstecken. Wir sind stolz drauf, aber wir wissen schon, dass es nicht nur die Hälfte ist und es muss weitergehen. Altach reist mit einem neuen Coach ins Reichshofstadion. Damir Kanadi sitzt zum ersten Mal auf der Bank und blickt dem Frühjahr optimistisch entgegen. Es wird darauf ausschlaggebend sein, ob Austria Lustenau noch etwas zulässt oder nicht. Sie haben es selbst in der Hand und ich glaube, gerade die ersten 4-5 Runden werden sehr ausschlaggebend sein, ob wir vielleicht noch dazustoßen könnten oder nicht. Spielbeginn ist am Freitag um 20.30 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr trifft der FC Lustenau auswärts auf Blau-Weiß Linz. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen von morgen. Viele Gemeinden haben Frankenkredite laufen. Sollen sie aussteigen? Die Sache ist umstritten. Einkaufszentren, kommt das Zahlen fürs Parken? Grüne sehen Gebühr als Maßnahme zur Verkehrsreduzierung. Für Handel kein Allheilmittel. Und Häftling nach Beerdigung getürmt. 20-Jähriger nutzt den Ausgang zur Flucht in die Türkei. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie's gut. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von World of Dinosaurs, Europas spektakulärste Dinosaurierwelt. In Dornbirn, Messehalle 13, www.dinoworld.at. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 2 und 5 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südost. Morgen ist es von der Früh an wolkenlos und es erwartet uns ein sonniger Tag im Ländle. Nur am Bodensee und vermutlich auch im vorderen Bregenzer Wald bleibt es nebelanfällig. Auf den Bergen gibt es strahlenden Sonnenschein. Tiefstwerte am Freitag je nach Nebel minus 4 bis 1 Grad, Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Am Samstag startet der Tag leicht bewölkt. Die Bewölkung sollte allerdings im Laufe des Vormittags aufbrechen und dann wird es sehr sonnig und mild im Ländle. Bei Temperaturen von minus 4 bis 5 Grad. Am Sonntag ist es bis auf ein paar Nebelfelder im Bodenseeraum und im Rheintal recht sonnig und auch am Montag erwartet uns ein sonniger Tag bei Temperaturen von minus 4 bis 6 Grad.